Ein ganz normaler Tag in Köln. Fritz liegt zu Hause in seinem Bett und hat Bauchschmerzen. Oh, ich hab so Bauchschmerzen. Oh. Ey, Fritz! Ja. Was ist los? Ich hab so krass Bauchschmerzen. Hier, schneid es raus! Aber schneid warum? Es raus! Ey, ich bin kein Arzt. Bist du schwanger? Hast du deine Tage? Was? Hast du zu viel Luca-Pizza mit extra viel Plastik gegessen? Ich hab keine Ahnung, Mann. Nein, ich glaube, es ist einfach das Lochis-Eis. Eieiei. Ah, das drückt da einfach komplett durch. Ich glaube, das liegt daran, dass du viel zu oft bei McDonald's isst. Du bist den ganzen Monat jeden Tag da. Machst du gerade die Tanzverbot-Transformation, oder was? Ja, wenn ich jetzt so diese goldene Karte hab, dann muss ich das doch ausnutzen, Mann. Oh nein, ich glaube, du solltest dringend irgendwas in deiner Ernährung ändern. Ja, ich glaube, nein. Nein, nein, ja, du hörst jetzt mir zu. Du isst mehr Fleisch, würde ich sagen. Oh. Fleisch for life. Nein, ich glaube, ich höre damit ganz auf. Ich mach so ein Entzugsfleischentzug oder sowas. Alles klar, Digga. Also, da kann ich auf jeden Fall nicht helfen. Hau rein. Hey, du musst mir doch rausschneiden. Wo gehst du hin? Derselbe Abend. Da es Fritz immer noch nicht besser geht, macht Tobi ihm einen Tee. Oh, ist aber nicht besser. Ey, alles wird gut, Fritz. Ich helfe dir. Ich hab für dich was gemacht. Probier's mal. Oh, ist das Fritz Cola oder was ist das? Nein, nein, das macht dich gesund. Oh, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Was ist denn da drin? Das ist ein bisschen warmes Schweineblut. Ich hab gelesen, das ist ein homöopathisches Mittel gegen Kranksein. Ha? Ich sag mal, geht's dir noch gut? Ich hab doch gesagt, ich bin noch voll gegen Fleisch und alles, Mann. Bruder, dir kann man es auch nicht recht machen. Du bist richtig nervig geworden, aber dieses andere nervig. Alter, und du bist auch dieses andere taub. Du verstehst ja auch gar nichts, aus was hier rauskommt, oder? Schmeckt gut. Ja, es schmeckt voll eklig, Alter. Ach, so ein Trottel. Oh ja. Hey, Tobi. Hammer. Ich hab was gekocht. Willst du probieren? Lass mal rüber wachsen. Was hast du da? Okay, ja. Rat mal, was das ist. Keine Ahnung, Mann. Was Fleischmäßiges. Nein, Mann, das ist vegan. Das ist vegan? Ja, Mann. Warte mal, ich dachte, du bist anti-vegan. Nein. Vegan hat einfach mein Leben verändert. Das ist so gesund, das ist so gut. Ich fühle mich einfach besser. Mann, soll das sein? Sojabohne oder so ein Scheiß? Nein, das ist veganes Fleisch. Dieses Beyond-Dings-Da-Fleisch, in das Unge investiert hat. Das ist veganes Fleisch? Aber hat das doch B12? Also nicht, dass du brauchst oder so. Das hat B20, BMX, alles. X3, I3, AZ, alles. Das ist so gesund. Vegan hat mein Leben verändert. Cool. Danke, ich bin bleib bei Fleisch. Okay. Seit ich mich vegan ernähre, fühle ich mich richtig gut und richtig entspannt. Und ich habe schon über 500 Gramm abgenommen und ich merke schon richtig, wie meine Chakren sich öffnen. Ja, ich werde wirklich zu einem besseren Menschen. Hey, Fritz! Hey, Tobi! Bist du vom Einkaufen zurückgekommen? Ja, ich habe ein paar leckere Sachen mitgebracht. Das ist Kuhherz, Rindfleisch. Wieso schmeißt du es auf den Boden? Hast du es nicht mehr alle? Das ist nicht mal vegan. Das ist vegan. Die Kuh ist was? Die Kuh ist Gras und Gras ist vegan oder nicht? Ja, und buchstabier mal Gras rückwärts. Da kommt Sarg. Ja? Aber da ist ja verdammt, das ist zu essen. Scheiß auf das Fleisch. Ich habe noch Milch mitgebracht. Daraus kann man auch was machen, oder? Die ist aber gut. Das ist nichts bei dir. Sie, die ist entrammt. Das ist eine ganz gute. Milch ist Gift. Und buchstabier mal Gift rückwärts. Also, was habe ich davon jetzt? Also, ich glaube, dir steigt dieses vegane Lifestyle ein bisschen zum Kopf. Du solltest das ein bisschen lockerer nehmen. Hier, ich schenke dir ein paar Lebensmittel. Mach dir was Leckeres draus. Es wird ein tolles Gericht. Komm, ich zeig dir ein Rezept. Komm. Ey, der Fritz ist richtig komisch geworden. Er ist voll auf diesem veganen Unge-Trip. Ich glaube, der Typ hat einfach zu viele Babydelfine im Schrank. Derselbe Abend. Fritz möchte sein Leben umkrempeln und räumt deshalb die Wohnung auf. Oh Mann, das ist ja aufräumen hier. Das ist ja hier so ein Chaos, Mann. Das gibt's. Ey, doch. Fritz, was machst du hier schon wieder? Ich räume das Zimmer hier auf. Schau mal, es versinkt hier im Chaos. Total schlecht. Hä, sieht super aus. Nein, Mann, es sieht voll werbeunfreundlich aus. Und jetzt? Ganz ehrlich, und was trägst du denn da überhaupt? Ein Pulli? Ja, nee, der ist nicht mal organisch, der ist nicht mal aus Hanf gemacht. Und jetzt, Mann, guck dich doch mal, du siehst aus wie ein Bauer. Hey, das ist jetzt der neue Shit, ja? Ich lebe jetzt den veganen Lifestyle. Juckt mich nicht, Mann, ja. Vegan, Alter. Ganz ehrlich,
Was ist das denn? Was ist das? Ist eine Flasche. Nein, das ist eine Mordwaffe. Wegen dir, wegen Menschen wie dir sterben die Tiere, ja? Und daraus kann noch ein Mülleimer entstehen und daraus wird noch eine Insel. Und dann fliegen da Vögel rein und Fische verhängen sich da und dann sterben sie. Alles wegen dir, du Untermensch. Wie kannst du das nur machen? Alter, ich kotz gleich hier ab, Mann. Hä? Zuerst das Fleisch, jetzt die Flasche? Der mag nichts, was mit F beginnt. Ich muss den Fernseher retten, Alter. Jetzt bemerkt man langsam, dass Fritz komplett in den veganen Lifestyle abdriftet, viel zu übertrieben und er regt sich viel zu sehr auf. Und ganz ehrlich, Plastikflaschen sind ja nicht so schlimm. Ich meine, die geben 25 Cent und da könnte man eigentlich ein richtiges Business draus machen, wenn man es nur klug anstellt. Ja, ne? Das sieht doch gut aus. Oh. Ja, alles klar bei dir? Was machst du da? Ich bin am Kochen. Ich mag so ein russisches Gericht. Das ist die russische Abwandlung vom Schnitzel. Mit extra viel Fleisch. Aber kannst du noch nicht essen, weil es schmeckt noch ein bisschen nach Gummi. Oder willst du probieren? Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Das ist doch nicht vegan, außerdem ist da Fleisch drin. Da ist bestimmt wieder irgendein Gummitier dran gestorben. Mann, du findest immer irgendwas zu meckern. Wenn dir das nicht gefällt, dann mach dir dein eigenes veganes Schnitzel oder was auch immer du willst. Ich koch das weit im Wohnzimmer alleine. Das ist nicht mal Bio und Glas ist doch nicht mal vegan, oder? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Meine Sojabohnen. Aber wie kann er es nur wagen, mir Gummifleisch unterzujubeln? Das ist so eklig, das ist genauso eklig, als würde man Hundefleisch essen. Obwohl, wenn man es mit einer guten Soße kombiniert, schmeckt es schon richtig nice. So richtig manchmal so süß-sauer oder sowas. Keine Spur von Besserung. Die Sucht von Fritz breitet sich immer und immer mehr aus. Wie kann man nur so leben, Mann? Es muss alles hier weg. Muss alles hier. Was ist das? Hey, Fritz, was machst du in meinem Zimmer? Die Frage ist, was macht das in deinem Zimmer? Das ist ein ganz normales Kissen. Jedes Zimmer hat ein Kissen. Nein, das ist Entendaunen. Da ist Entenfell und alles drin. Riechst du das nicht? Riecht man das? Okay, ja, ein bisschen schon, aber vielleicht ist auch mein Schweiß. Nein, wegen dir mussten Enten sterben. Nein, Mann. Sie wurden enthauptet und da drin leben sie jetzt weiter. Nein, das ist Quatsch. Die Enten haben das freiwillig gespendet. Da gibt's so eine Seite im Internet. Entenspende.org. Da solltest du als Veganer wissen. Das ist schon peinlich. Ich sagte, das ist nicht nachhaltig. Wie kannst du das nur machen? Guck mal, da ist ein Stück Fleisch im Himmel. Sieht eher aus wie Tofu. Ja. Oh ja. Was machst du da? Ich guck mir den Teller an. Der ist voll heftig, oder? Schön was? Weiß. Was ist das? Das sind meine Schuppen. Head and Shoulders. Das riecht ein bisschen nussig. Was hast du da? Was? Ja, okay, ich hab einen Fisch gegessen, Mann. Wie kannst du nur? Ich hatte Hunger. Das ist nicht der vegane Lifestyle. Ganz ehrlich, warum brichst du alles? Und was würde Greta drüber jetzt sagen? Die würde sagen, how dare you? Genau! Wie kannst du nur? Er war vegan, der wurde von veganen Fischern gefangen. Im veganen Wasser, ich schwöre. Vegane Fische riechen nicht so... Riech nicht so nussig. Okay, Mann. Du bist richtige Pissnervbacke geworden, wie Gurkensohn. Bist du dumm oder was? Hey, Gurkensohn ist mindestens cool, ja? Und korrekt, er hat im Namen eine Gurke. Das ist richtig vegan, im Gegensatz zu dir. Das geht mir zu weit. Hey. Komm zurück, Tobi. Nimm dein Fisch mit. Riecht schon sehr nach nussig. Es sind mehrere Tage vergangen und Fritz fühlt sich sehr schlecht und greift deshalb zum Telefon, um seinen besten Freund anzurufen. Hi Tobi, ich bin's. Ja du, ich habe einen großen Fehler gemacht. Du hattest vollkommen recht, ich habe da nachgeschaut. Es stimmt wirklich bei entenspenden.org. Die spenden wirklich ihre Federn, bevor sie dann zu Chicken Nuggets verarbeitet werden. Und ich habe gehört, das soll auch so richtig nice werden. KFC will es auch anbieten, so als Beyond the Meat oder so. Da, wo Unge investiert hat, weißt du noch? Komm einfach vorbei und wir reden. Okay, Bruder. Hau rein, Alter. Yo, Bro, ich habe mir so Gedanken gemacht und ich dachte mir, ich werde auch vegan. Fleisch, ja. Fleisch ist Life. Also, an erster Stelle freue ich mich auf jeden Fall für Mammut, Digga.
Freunde, was haltet ihr vom veganen Lifestyle? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und schaut auf jeden Fall beim ersten Link unten in der Videobeschreibung bei Dima. Da haben wir auch eine Parodie gedreht. Ist richtig nice geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und abonnieren und Glocke aktivieren. Und das bei beiden Kanälen. Genau. Ansonsten, man sieht sich bald wieder, oder? Ja, und außerdem Dankeschön an Baumi für die Kameraarbeit und checkt ihn auch ab, unten auch verlinkt. Und an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, und ciao. SK Flash.